Ich habe das Gefühl, dass ich diesem Kind, diesem kindischen jungen Ding, böse sein muss. Oder dass ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken dieses Monster nicht rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hineingeraten ist. Und vor allem, dass ich so unüberlegt Ja gesagt habe. Ich war ja keine begeisterte Nationalsozialistin. Ich hätte ja, als ich dann nach Berlin kam, sagen können, nein, ich will da nicht mitmachen und ich will auch nicht ins Führerhauptquartier geschickt werden. Ich habe es aber nicht gemacht, aber da war die Neugier zu groß und irgendwie habe ich das auch nicht so, ich habe ja nicht gedacht, dass mich das Schicksal so vorantreibt an eine Stelle, die ich überhaupt nicht angestrebt habe. Und trotzdem, es fällt mir schwer, mir das zu verzeihen. Die Damen sind hier. Bergreich 2 hat bestätigt. Können passieren! Bitte, meine Damen, nehmen Sie doch Platz. Ich muss Sie noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Wollen wir sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heil, mein Führer. Und wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heil, mein Führer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heil, mein Führer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski, bin geborene Berlinerin, um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Hedwig Brandt, aus Kralsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudl Hums, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Hums, da wollen wir mal. Meine Brandy tut Ihnen nichts. Sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes,
Wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich noch mal. Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert. Sollen die mit Artillerie schießen? Frau Junge, Sie haben recht. Das sind keine Fliegerbomben, das ist Artillerie. Das sind die Russen. Das ist ja ein sauberes Geburtstagsgeschenk. Bogdan, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobung gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Stimmt nicht. Meine Herren, der Führer! Was ist denn hier los? Packen! Abhauen! Aha. Clausewitz ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich was Leichteres, Professor.
Aber das ist doch Wahnsinn! Ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja, und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl! Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. Aufsetzen! Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich wegzukommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Während Sie glauben. Noch vorne Sieg heil und nach hinten leckt mir mal ab. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut, mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Gehen Sie nur. Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen, und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Fegelein. Da habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie an. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen. Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Also schwer, die Bombenangriffe auf unsere Städte machen Gutes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Wie viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Sie sind ein großes Geniespür. Doch, doch. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels.
Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sehen die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wir sehen die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Ja, Speer. Das war meine Vision. Und das ist sie noch immer. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Eva, jetzt sag du doch mal was. Er ist der Führer. Er weiß, was richtig ist. Bitte, Sie müssen raus aus Berlin, das sagt doch jeder. Die Russen haben uns ja schon fast abgeschnitten. Ach, Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Speer. Was meinen Sie? Sie sollten auf der Bühne stehen, wenn der Vorhang fällt. Wie alt bist denn du? 12? Und du? 14? Und du? Warum seid ihr hier? Wollt ihr Krieg spielen? Geht nach Hause, spielt was anderes. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich will meinen Sohn, und zwar lebend. Sie sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Er hat 2 Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. Sie sind jung. An welcher Front haben Sie gekämpft? Ich hatte noch nicht die Ehre. Es ist Ihr Glück, dass Sie noch nie einen Schlacht erleben mussten. Und jetzt seien Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause. Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann. Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung, das ist eine Falle. Die Russen werden euch von 2 Seiten in die Zange nehmen. Und ihr könnt noch nicht mal wegrennen. Wir werden zurückschießen. Mit was denn? Wir benutzen die Flak als Artillerie. Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für 5 Minuten aufhalten. Wir haben es dem Führer geschworen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren, es ist zu Ende! Feigling! Haut ab! Jetzt! Wenn die Russen kommen und ihr seid noch da, geht ihr alle drauf. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt.
Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Mein Führer, die erfolgreichsten Panzerjäger der Berliner Hitlerjugend, angetreten! Ich bin stolz auf euch. Mein Führer, dieser Junge hat allein 2 russische Panzer mit der Panzerfaust erledigt. Sein Name ist Peter Kanz. Also Peter heißt du. Ich wollte, meine Generale hätten deinen Mut. Gut, gut. Die Geschichte schaut auf euch. Und wenn Germania aus diesen Trümmern neu emporwächst, seid ihr die Helden. Heil euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es unheimlich. Da waren mir die Fliegerbomben noch lieber. Was soll denn jetzt werden mit uns? Mir hat er gestern gesagt, er hätte Verständnis dafür, wenn ich gehen würde. Aber Fräulein Manziali, die meisten haben ihn noch eh schon im Stich gelassen. Wir können doch nicht einfach alle gehen. Ich glaube, ich kann das auch nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen sollte. Meine Eltern, eigentlich alle meine Freunde daheim, haben mich gewarnt. Ich soll mich nicht so nahe einlassen mit den Nationalsozialisten. Soll ich jetzt sagen, da bin ich wieder? Ich habe mich geirrt. Als es ans Eingemachte ging, habe ich meinen Irrtum eingesehen? Irgendwie wird es schon weitergehen. Was denken Sie, Herr Oberst? Wir sollten gehen. Wohin? Weiß nicht. Irgendwohin, wo man uns braucht. Kommt alle mit nach oben, jetzt wird gefeiert! Ich habe oben ein Fest vorbereitet. Kommen Sie mit! Ich bin in der alten Reichskanzlei. Am
wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Hier, bitteschön. Ach, nun kommen's doch. Ihr sollt tanzen. May I have the pleasure of coming home? Aber mit Vergnügen. Entschuldige, bitte sehr. Was ist denn? Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Oder komm mit mir. Eva! Du wirst sterben. Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Haben Sie einen besonderen Wunsch? Einen Swing! Aber man kann nicht. Es geht weiter, immer weiter. Gerda, ich glaube, mir ist schlecht. Hallo!
Hallo! Was ist Meldung, Herr General? Ich soll erschossen werden. Was? Wieso denn? Man glaubt, ich hätte meinen Gefechtsstand von Südosten vom Feind weg nach Döberitz im Westen verlegt. Wer vernünftig, Herr General? Kommen Sie mit. Jeder Kontakt zum alten Fallschirmjäger ist abgebrochen. Schenk. Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Poststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich fürchte, es wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Sie sind doch Arzt. Ja, Internist. Hören Sie, requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten, Morphium, Penicillin, Verbandzeug. Alles, was Sie unterwegs finden können, hierher zu mir. Ich sehe, was ich machen kann. Danke, beeilen Sie sich. Ich muss den Führer sprechen. In welcher Sache? Ich soll erschossen werden. Warten Sie hier. Die Waffen bitte. Hier nicht. Wache 2. Verstanden. Herr General? Sie nicht. Schau mal, wer da kommt. Heil Hitler! Heil Hitler! Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen. Mein Gefechtsstand ist 1 Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Weiter? Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnottrigen Tod. Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen. Kommen Sie mit. Hier können Sie nicht weiter, Herr Oberst. Ich bin hier im Auftrag des Kampfkommandanten Brigadeführer Mohnke. Ich muss rüber ins Lazarett. Wir brauchen Verbandszeug und Medikamente. Im Lazarett ist keiner mehr. Die sind alle abgehauen. Was ist mit den Verwundeten passiert? Sagen Sie mal, bin ich Kaiser oder was? Ich sehe mal nach. Herr Oberst, Sie bleiben hier. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht erwischt kriegen. Ich brummern überall Russen durch die Gegend. Sehen Sie das? Das ist das Ende vom Reich. Dahinter ist Russland. Thank you.
Hallo? Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind. Aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er ernennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ginge dieser Kelch an mir vorüber. So zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS!
Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Oh, Frau Junge, Frau Christian. Ziehen Sie sich sofort um. In einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt. Es ist alles verloren. Hoffnungslos verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Mein Führer, ich bleibe auch. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf hacken. Ich verbitte mir diesen Ton. Wir kommen da nie wieder lebendig raus. Ist alles aus, alles. Wir müssen einfach abwarten. Aber der Chef glaubt doch selber nicht mehr dran. Was ist denn, wenn er sich umbringt? Was ist denn da mit uns?
Der Günther hat mir gesagt, es gibt vielleicht einen Fluchtweg unter den russischen Linien durch zu den Amis. Warum hast du denn gesagt, dass du unbedingt bei ihm bleiben möchtest? Weiß ich nicht. Ehrlich. Es hat aufgehört. Komm, wir machen einen Spaziergang. Ach, Kinder, ich muss auch mal wieder rauchen. Geh bald wieder runter. Sind, Professor. Mehr sauber. Stopp! Scheinwerfer aus! Halt stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Glück gehabt, Deutsche. Hilfe! Die wollen uns umbringen! Was ist denn hier los? Greifkommando. Das gibt's doch nicht. Hören Sie sofort auf! Lassen Sie die Männer los! Was geht hier vor? Sie haben hier überhaupt nichts zu melden. Diese Männer haben in ihren Wohnungen aufgegriffen. Sie sind fahnenflüchtig. Die werden erschossen wie alle Verräter. Das sind alte Männer. Zivilisten. Das können Sie nicht machen. Nein. Wer sollte mich daran hindern? Sie vielleicht? Stopp! Es reicht! Ab!
Der Mann ist auf. Können Sie operieren? Eigentlich nicht. Achtung! Sagt Fräulein Ilse, die Kinder sollen nicht zu viel Spielzeug mitnehmen. Eins für jedes reicht. Und nicht unnötig viel Nachtgewand, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Herr Minister. Frau Junge, nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie meine Familie in Empfang. Ich danke Ihnen. Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen Sie aus mit Ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Sei so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu sterben. Hermann, weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich rufe wieder an. Na, Kinder, da rechts ist euer Zimmer. Hallo, kleine Traudl. Wartet auf mich. Guten Tag, Frau Goebbels. Freut mich, Sie zu sehen, Frau Junge. Stellt euch mal auf. Stellt euch auf. Hedda, komm, ich stell dich jetzt mal auf. Wir machen uns jetzt alle ganz fein. Und dann dürft ihr eurem Onkel Hitler guten Tag sagen. Ja! Ja, ja, ja! Kennt ihr euer Lied noch? Ja. Ja. Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das unsere weit und breit. Wo wir uns finden, wohl unterlegen zur Abendzeit. Wo wir uns finden, wohl unterlegen zur Abendzeit. Also, wenn man sicher sein will, ist das Beste, man schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Man merkt überhaupt nichts. Der Tod tritt sofort ein. Ich will eine schöne Leiche sein. Ich nehme Gift. Wenn ich schon bereit bin, heldenhaft zu sterben, soll es wenigstens schmerzlos sein. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod ein. Das ist eine Sache von Sekunden. Vielleicht könnte ich auch einen haben. Ich vielleicht auch. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Berlin, den 23.04.1945. Mein liebes Schwesterlein, wie tust du mir leid, dass du solche Zeilen von mir bekommst? Aber es geht nicht anders. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein.
Vorausgeschickt, Hermann ist nicht bei uns. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du ihn noch mal sehen wirst. Er wird sich sicher durchschlagen, um vielleicht in Bayern den Widerstand wenigstens für einige Zeit fortzusetzen. Der Führer selbst hat jeden Glauben an einen glücklichen Ausgang verloren. Mein geliebter Sohn, ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch eine menschliche Seele, die es mir ermöglicht, dir meine letzten Grüße zu senden. Du sollst wissen, dass ich gegen den Willen Papas bei ihm geblieben bin. Dass noch vorigen Sonntag der Führer mir helfen wollte, hier herauszukommen. Du kennst deine Mutter. Wir haben dasselbe Blut. Es gab für mich keine Überlegung. Unsere herrliche Idee geht zugrunde und mit ihr all das, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben, und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben. Und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich ihnen selbst die Erlösung geben werde. Ich möchte das goldene Armband mit dem grünen Stein bis zum Schluss tragen. Dann lasse ich es mir abnehmen und du sollst es immer tragen, so wie ich es immer getragen habe. Meine Brillantuhr habe ich unglücklicherweise zum Richten gegeben. Die Adresse schreibe ich unten an. Vielleicht hast du ja Glück und bekommst sie noch. Sie soll dir gehören. Ebenfalls gehört dir das Brillantarmband und der Topaz-Anhänger, Geschenk des Führers zu meinem letzten Geburtstag. Der Firma Heise bin ich noch anliegende Rechnung schuldig. Es könnten auch noch weitere Forderungen kommen, aber sie dürften 1500 Reichsmark kaum überschreiten. Auf jeden Fall bitte ich dich, die Geschäfts- und Privatbriefe und das Kuvert an den Führer gleich zu verbrennen. Ich schicke dir bei gleicher Gelegenheit Ess- und Rauchwaren. Bitte gib auch Lindners und Kartl von dem Café. Die Zigaretten gehören Mandy. Der Tabak ist für Papa, die Schokolade für Mutti. So, jetzt weiß ich nichts mehr. Für heute genügt es. Nun wünsche ich dir, mein liebes Schwesterlein, viel, viel Glück. Und vergiss nicht, Hermann siehst du bestimmt wieder. Mit den herzlichsten Grüßen und einem Kuss bin ich deine Schwester. Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Ich verstehe nicht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen.
Noch irgendwelche Fragen? Nein, mein Sohn. Gut. Also dann, gute Reise. Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme? Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vendelle Vollbeats! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Was wird denn jetzt aus uns? Gibt's denn noch Hoffnung? Frau Junge, Sie sollten hier raus, bevor es zu spät ist. Der Führer will da bleiben. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Bei dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Am allerwenigsten Sie. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Ich habe immer geglaubt. Ich habe geglaubt, da gibt es noch einen Ausweg irgendwie. Herein. Grüß dich. Fieber? Albert, mein Herz hält das nicht aus. Warum nimmst du nicht die Kinder, Magda, und verschwindest von hier? Verschwinden? Wohin denn? Ich hab dir schon einmal gesagt,
Ich kann euch einen Lastkahn nach Schwanenwerder bringen. Man kann ihn umbauen, sodass ihr euch darin verstecken könnt, bis alles vorbei ist. Lange dauert es so oder so nicht mehr. Ich habe mir alles genau überlegt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt ohne Nationalsozialismus aufwachsen. Überleg es dir nochmal, Magda. Die Kinder haben ein Recht auf ihre Zukunft. Wenn die Idee des Nationalsozialismus stirbt, gibt es keine Zukunft mehr. Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich willst. Herein. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie können nicht zu denen, die den Führer im Stich lassen. Ich bin nur da, um mich vom Führer zu verabschieden, Fräulein Braun. Ich muss noch heute Nacht zurück nach Hamburg. Aber natürlich müssen Sie gehen. Setzen Sie sich. Sehen Sie? Ich habe einige von den Möbeln, die Sie für mich entworfen haben, mitgebracht. Ich konnte mich einfach nicht von Ihnen trennen. Aber bitte schön, nehmen Sie sich doch. Sie haben bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das stimmt allerdings. Danke. Es ist so wichtig, dass Sie gekommen sind. Das beweist ihm, dass Sie auf seiner Seite stehen. Hat er denn daran gezweifelt? In letzter Zeit hat er schon manchmal dran gedacht, ob Sie vielleicht auch gegen ihn sind. Aber ich habe ihm immer gesagt, dass Sie kommen würden. Und jetzt sind Sie ja da. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass Sie ihm geraten haben, in Berlin zu bleiben. Ich glaube auch, dass es richtig ist. Wissen Sie, es ist vielleicht verrückt, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Und ich habe auch gar keine Angst. Ja. So, Sie sind gekommen. Mein Führer, ich... Es ist gut. Setzen wir uns. Ich habe Großes vorgehabt, mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und dann ewige Ruhe.
verschonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das er sich selbst so zu schreiben hat. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Es gibt schriftliche Beweisstücke, wonach ich Ihre Befehle nicht nur missachtet, sondern Ihnen auch zuwidergehandelt habe. Ich musste es Ihnen sagen. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Also Sie fahren. Gut. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Fieber. Ja, aber er lebt. Der Teilnehmer meldet sich. Wir sind mit der Gauleitung Berlin. Die Gauleitung Berlin. Es gibt noch Treue und Mut auf der Welt. Ritter von Greim und Fräulein Ritsch, ich freue mich, dass Sie beide gesund eingetroffen sind, zumindest einigermaßen. Bitte. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich.
Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbeiratete. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler! Der treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist er denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor, bitte. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Mein Führer? Ja, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Dönitz mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor Ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaters. Heil, mein Führer. Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, die der SS und Himmler unterstellt sind, inzwischen aus Berlin abgezogen. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel.
meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wir sprechen ein andermal darüber. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Papa, wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an? Ernst? Ist irgendwas? Nein. Danke. Brigitte hat auch Hunger. So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen. Danke. Bitte. Danke. Führer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an. Wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Lass mich los, du kleiner Gärtner! Bitte, du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es keine Erbarmen. Er wird vor ein Standgericht gestellt und erschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Bitte. Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Reserven sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidendammer Brücke. Im Osten am Lustgarten, im Süden am Potsdamer Platz, im Westen im Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Wie lange können Sie noch halten? Maximal 1 bis 2 Tage. Gilt das auch für das Regierungsviertel? Jawohl, mein Führer. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie, im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Was Sie da vortragen, ist ein Hirngespinst. Ein ganz sogar verrückter Plan. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten. Wir können nichts mehr für Sie tun. Mein Führer,
Die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenk ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Köttl. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenk? Zweitens, wann greifen sie weiter an? Drittens, wo ist die 9. Armee? Viertens, wohin bricht die 9. Armee durch? Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Wenk wird kommen. Wenk wird kommen. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind wir denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Stehen bleiben! In den Mund und schießt dann. Den Druckplatz der Schädel und du bist sofort tot. Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Haben Sie sich etwas ausgeruht, Kind? Nehmen Sie den Steno-Block. Politisches Testament. Seit ich 1914 als Freiwilliger meine bescheidenen Kräfte im Ersten, dem Reich aufgezwungenen Weltkrieg einsetzte, sind nunmehr über 30 Jahre vergangen. In diesen drei Jahrzehnten haben mich bei all meinem Denken, Handeln und Leben nur die Liebe und Treue zu meinem Volk bewegt. Tut mir leid, der Beschuss war so stark. Ja, ja, Sie werden da sitzen. Es werden Jahrhunderte vergehen. Aber aus den Ruinen unserer Städte und Kunstdenkmäler wird sich der Hass auf das letzten Endes verantwortliche Volk immer wieder erneuern, dem wir das alles zu verdanken haben, dem internationalen Judentum und seinen Helfern. Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben.
Ich habe noch nie einem Befehl des Führers zuwider gehandelt. Nie. Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte, Frau Junge. Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Aber ich tippe gerade das Testament des Führers. Gut. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Mein Führer, ich... Nach dem Rassengesetz bin ich verpflichtet. Also ich muss Sie fragen, mein Führer, sind Sie rein arischer Abstammung? Ja. Dürfte ich dann bitte Ihren Ausweis? Sie sprechen mit dem Führer. Sehr wohl. Und Sie, Fräulein Braun, sind Sie rein arischer Abstammung? Ja. Dann dürfte der Sache ja nichts mehr im Wege stehen. Ich frage Sie also, wollen Sie, mein Führer Adolf Hitler, die hier anwesende Eva Braun zu Ihrer Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Wollen Sie, Eva Braun, den hier anwesenden Führer Adolf Hitler zu Ihrem Ehemann nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Monke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland. Nachricht von Keitel. Erstens. Spitze Wenk liegt südlich Schwielosee fest. Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Drittens, 9. Armee mit Masse eingeschlossen. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braun an meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht,
dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Was? Bist du verrückt? Wo soll ich denn jetzt so viel Benzin herkriegen? Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Wozu braucht er denn so viel Benzin? Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Der Führer möchte uns sehen. Herr Kollege, vielleicht sollte ich Sie beim Führer entschuldigen. Das ist nur mein Pneumothorax. Mit mir geht's sowieso bald zu Ende. Sie warten möchten. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie von Ihrer wichtigen Arbeit abhalte. Mein Führer, bewahren Sie Ihren Glauben an den Etzig. Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen. Kommen Sie. Immer rein, gute Stuhl. Komm, wir trinken erstmal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So ist gut. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Dürfen wir uns setzen? Wir fühlen uns geehrt, Fräulein Bo. Frau. Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, wir können jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur wenn sie den Heldentod sterben wollen.
Fritz, jetzt reiß dich mal zusammen, ja? Zufall! Zusammenreißen! Sie denn hier? Ich soll eine Meldung machen beim Führer. Das geht jetzt nicht, setz dich mal her. Hinsetzen, austrinken. Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert. Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Wir gehen's ruhig. Wenn ihre Hand zittert, dann kann die Kugel auch nur den Sehnerv zerstören. Deshalb ist unbedingt zu raten, auch Gift einzunehmen, gleichzeitig. In dem Moment, in dem sie auf die Kapsel beißen, drücken sie ab. Und dazu bleibt genügend Zeit. Das Gift wirkt erst nach 1 bis 2 Sekunden. Turner, Sie auch. Komm, Blondie, komm. Wissen Sie, Frau Junge, jetzt kenne ich ihn, meinen Mann, schon über 15 Jahre. Und doch, wenn ich es mir recht überleg, weiß ich eigentlich gar nichts von ihm. Obwohl er ja gern redet. Ich habe mich eigentlich auf Berlin gefreut. Aber nun ist er so ganz anders als früher. Jetzt redet er mit mir nur noch über Hunde und vegetarisches Essen. Ich habe oft eine Sauwut über die Blondie. Manchmal gebe ich dem Vieh heimlich unterm Tisch einen Fußtritt und der Adolf wundert sich dann über ihr närrisches Benehmen. Manchmal glaube ich, dass er niemanden in sich reinschauen lassen will. So richtig meine ich. Wenn er privat ist. Er kann so fürsorglich sein. Und dann wieder sagt er so brutale Sachen. Sie meinen, wenn er der Führer ist? Jetzt kommen Sie. Rauchen Sie noch eine. Jetzt haben Sie so viele Sorgen. Und ich, blöde Kuh, halte Ihnen noch was vor. Frau Junge, ich möchte Ihnen diesen Mantel zum Abschied schenken. Ich habe immer so gern gut anzogene Damen um mich gehabt. Jetzt sollen Sie ihn haben und sich dran freuen. Ich bin ganz überrascht. Danke. Ich weiß gar nicht, wo und wann ich ihn tragen könnte. Bitte. Versuchen Sie noch rauszukommen. Versprechen Sie es mir.
war sehr gut, Fräulein Manziale. Der Führer will sich verabschieden. Kommt jetzt. Sie sind die tapferste Mutter im Reich. Mein Führer, Sie machen mich zur glücklichsten Frau Deutschlands. Grüßen Sie mir mein schönes Bayern. Wir wollen Tante Eva und Onkel Hitler besuchen. Habt ihr denn heute überhaupt schon was gegessen? Nur Frühstück. Jetzt bleibt's da. Ich hole euch was zu essen und komme gleich zurück. Ja. Ja? Ich muss unbedingt noch einmal den Führer sprechen. Bitte, es muss sein. Es tut mir leid, Frau Goebbels, ich habe ausdrücklich einen Befehl vom Führer, dass er nicht mehr gestört wird. Bitte, Günsch, nur einen Augenblick. Bitte! Mein Führer, Frau Goebbels ist hier. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Mein Führer, bitte, verlassen Sie uns nicht. Was soll denn aus uns werden? Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Stehen Sie auf. Tante Traudl, das ist lustig, wenn es so donnert. So? Wieso denn? Uns kann hier nichts passieren, oder? Das stimmt.
Reichsleiter. Es ist passiert. Ich melde, der Führer ist tot. Bist du wahnsinnig? Wegen deinem Scheißbenzin sind da draußen ein paar... Erich, sei lieber still. Unseren Funkspruch bekommen. Werden wir gleich erleben. Oder auch nicht. Was wollen Sie hier auch gewesen wissen? Я сообщаю вам, что Адольф Хитлер и его жена покончили с собой. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры о заключении мира. Между нашими государствами, понесшими самые большие потери в этой войне. Господин генерал, вы бы сами заключили бы со мной мир в подобной ситуации? На безоговорочную капитуляцию мое правительство не пойдет. Сложившаяся ситуация не предполагает альтернативы.
Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durchhalten. Wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren. Eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. An Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich Sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! Wie lange hält die Wirkung an? Etwa 4 Stunden. Zog, welches von einem Manne gelenkt wurde. Sie hielt auf einer Lichtung unweit ihres Hauses und sie spähten wachsam durch ihre kleinen Fenster und riegelten die Vordertür ab. Dachs war zu Hause und half ihnen mit ein bisschen seiner Zauberkunst. So, Kinder. Dr. Stumpfegger hat euch die Medizin gebracht, von der ich euch erzählt habe. Sie ist zwar ein bisschen bitter, aber dafür hilft sie auch. Jeder einen Schluck. Wer ist der Erste? Heide, du bist doch immer so tapfer. Einen schönen großen Schluck. Noch ein bisschen. Siehst du, war gar nicht so schlimm. Fein. Helmut. So ist es brav, Kinder. Die Medizin hilft, dass ihr nicht krank werdet hier in diesem feuchten Bunker. Aber hier ist es doch gar nicht feucht in dem Bunker. Fein, fein. Helga. Ich mag nicht. Was soll das heißen? Willst du krank werden? Bitte, Mama. Ich mag das nicht trinken. Kind, wein doch nicht. Das hat doch keinen Sinn. Du musst die Medizin trinken. Komm. Helga. Helga. Helga, jetzt komm. Komm, komm. Mach den Mund auf. Warte. Trink, trink! Also dann schlaft schön, Kinder. Eines Tages in sich zusammenbrechen und das Licht wird das Dunkel erhellen. Können Sie mir das noch einmal vorlesen, bitte? Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und das Licht wird das Dunkel erhellen. Wir machen das neu. Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und über ihnen wird wieder die Wahrheit triumphieren. Es wird die Stunde sein, da wir über allem stehen. Rein und makellos.
sehen, wir haben überhaupt keine Chance. Ist mir egal. Ich will hier raus. Und wie sollen wir durch die russischen Linien kommen? Mir ist wurscht, was passiert. Ich bleib hier keine Minute länger. Wir werden alle umkommen. Jetzt hörst aber auf. Es wird schon nicht so schlimm werden. Wenn wir da bleiben, dann kriegen uns die Russen auf jeden Fall. Alles gut. So, jetzt aber los. Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten, bereit, den Kampf um Berlin fortzusetzen, obwohl eure Munition zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Bitte ein Glas Wasser. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Et je s'en fait.
Doktor, es wird Zeit. Es wird bald dunkel. Sie sehen doch, was hier los ist. Ich brauche Sie als Begleitarzt. Ich muss darauf bestehen. Also dann. Geht schon. Sie haben viel getan. Danke. Schädler, los, kommen Sie mit. Tut mir leid. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Weiter! Mann Krüger hat mit seiner Gruppe die Wolfsbrücke verteidigt. Er hat dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Sturmmann Wagner hat 2 MG-Nester ausgehoben und den Durchbruch in der Puttkamer Straße verhindert. Er hält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Sturmmann Rauch hat wichtige Meldungen durch die feindliche Linie gebracht. Er hält dafür das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Ich weiß nicht. Frau Junge, irgendwo. Vielleicht. Die meisten aus meiner Gruppe sind sicher tot. Ich hätte niemals den Bunker verlassen dürfen. Ich hätte mich längst erschießen sollen. Aber ich konnte nicht. Jetzt essen Sie erst mal was. Zum Sterben ist immer noch Zeit.
Die bleiben bei den Frauen. Kommen Sie. Der Russe hat das ganze Gelände umstellt. Und was wird jetzt aus uns? Vielleicht kommen Sie durch den Ring durch. Sie könnten es versuchen. Ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Überlegen Sie es sich. Die Russen haben es nur auf uns abgesehen. Als Frauen haben Sie eine Chance. Versuchen Sie es. Viel Glück. Wenn Sie durch die Russen gehen, achten Sie darauf, dass Sie niemandem direkt in die Augen schauen. Denken Sie daran. Alles Gute. Die Russen! Komm, Gerda, lass uns gehen. Geh du. Ich kann nicht mehr. Bitte, Gerda. Ich muss es versuchen. Bitte sei mir nicht böse. Ich komme schon zurecht. Doktor! Herr Doktor! Meine Kameraden wollen sich den Russen ergeben. Darf ich mich Ihrer Gruppe anschließen? Der Führer ist tot. Wollen Sie den Krieg auf eigene Faust fortsetzen? Ich fühle mich nach wie vor meinem Eid verpflichtet. Tja, dann sollten Sie sich besser an den Brigadeführer wenden. Die Russen räumen den Platz leer. Und? So wie es aussieht, ohne Gegenwehr. Ist noch kein Schuss gefallen. Dann sind die spätestens in einer Stunde hier unten. Ich brauche Ihre Meinung. Was soll nun geschehen? Wir dürfen uns dem Feind nicht widerstandslos ergeben. Das erfordert die Ehre. Und was heißt das, wenn man fragen darf? Wir bleiben alle in diesem Raum zusammen. Wenn die Russen hier reinkommen, feuern wir unsere Magazine auf sie leer. Die letzten Kugeln schießen wir uns selbst in den Kopf. Was Sie da reden, ist Pappe. Ist denn diese mörderische und selbstmörderische Art des Umbringens aus Prestigegründen wirklich die einzige Möglichkeit? Wir sind Offiziere der Waffen-SS. Wir dürfen den Tod des Führers nicht überleben. Wer ist noch dieser Ansicht? Ну, пошел. Иди, иди, давай. Быстрей, быстрей. Einen Moment zu mir setzen? Gerne.
Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Sehen Sie das? Die hat mir der Führer persönlich gegeben. Als letzte Auszeichnung? Vielleicht. Hitler hat sie mir bei der Verabschiedung überlassen. Er hat mir auch ein Versprechen abgenommen. Er ließ mich versprechen, dass ich mir im Augenblick der Gefangennahme durch die Russen das Leben nehme. Hitler hat Ihnen das Versprechen abgenommen, sich zu töten? Aber warum denn nur? Wahrscheinlich wollte er nicht, dass ich in eine Lage geriete, wo ich unter Zwang und Bedrohung etwas Ungünstiges über ihn aussage. Aber Sie sind Diplomat. Ihr Pass schützt Sie nach den international üblichen Regeln. Sie dürfen Ihr Versprechen unmöglich halten. Wem helfen Sie damit? Sie sind da! Nicht schießen, Kameraden! Die Kapitulation ist ausgesprochen. Der Krieg ist aus. Es ist vorbei.
Natürlich habe ich diese Schrecknisse durch den Nürnberger Prozess, diese 6 Millionen Juden und andersrassischen Menschen, die da umgekommen sind, als eine ganz erschütternde, fürchterliche Tatsache empfunden. Aber ich habe noch nicht den Zusammenhang hergestellt mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mich noch damit zufrieden gegeben, dass ich persönlich keine Schuld hatte und auch davon nichts gewusst habe. Von diesem Ausmaß habe ich nichts gewusst. Aber eines Tages bin ich an der Gedenktafel vorbeigegangen, die für die Sophie Scholl an der Franzosenstraße befestigt war. Und da habe ich gesehen, dass sie mein Jahrgang war und dass sie in dem Jahr, als ich zu Hitler kam, hingerichtet worden ist. Und in dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass das keine Entschuldigung ist, dass man jung ist, sondern dass man auch hätte vielleicht Dinge erfahren können.